Muss ich hier bleiben eigentlich? Okay. Ja, vielen Dank für diese überaus liebenswürdige Einführung und die Einladung sowieso, auch zu dem Fachbeirat, aber natürlich auch zu dieser Lecture. Schönen guten Tag, alle, die ich heute noch nicht sowieso schon begrüßt habe. Und ich werde jetzt also zu den Perspektiven der sozialen Arbeit als Profession reden. Ich rede mal ohne Mikro. Wenn ich lange angestrengt nachdenke, und das wird im Laufe dieses Referates der Fall sein, dann kann es sein, dass meine Stimme so ein bisschen schwächer wird, weil ich nicht mehr genug Kraft übrig habe zum Reden. Dann sagen Sie mir das bitte. Ja, niemand sollte hier das nur halb hören. Es gibt ja auch technische Unterstützung. Gut. Eben Perspektiven der sozialen Arbeit als Profession. Das ist ein weites Feld, wie mein sogenannter Doktorvater immer zu sagen pflegt, der Hans Thiersch. Und eigentlich müsste man ja eher einen Wahrsager hier anstellen für die Bearbeitung dieses Themas. Das bin ich nun nicht und deshalb werde ich versuchen, meine Perspektive eigentlich auf die Zukunft der sozialen Arbeit als Profession Ihnen rüberzubringen. Und da ich nun mal nicht Wahrsager bin, sondern Wissenschaftler, werde ich das versuchen, auf der Basis von Forschungsarbeiten, die wir in der Schweiz gemacht haben, aufzubauen, um dann am Schluss thesenförmig ein paar Aspekte zu benennen. Und daher kommt der Untertitel, wie wir sozusagen diese Perspektiven der Profession auch selbst beeinflussen können. Und das, der kleine Nachsatz, wenn auch nicht ganz, das wird sich jetzt durch mein Referat ein Stück weit durchziehen, weil wenn man so an die soziale Arbeit denkt, und ich tue das von Berufswegen jetzt schon eine ganze Weile, dann beschleicht einem immer so eine seltsame Ambivalenz. Auf der einen Seite ist das ein faszinierender Beruf, in meinen Augen der faszinierendste, weil er eine unglaubliche Menge an Komplexität zugänglich und bearbeitbar machen muss. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben diese andere Seite, die zum Beispiel darin, gut, danke, zum Beispiel darin dann auch besteht, dass die zum Beispiel gesellschaftliche Anerkennung eben nicht so ist, wie wir uns das aus der sozialen Arbeit heraus oft wünschen würden. Der Name ist für mich fast unaussprechbar. Wislushil. Ja, wenn man es liest, ist es unaussprechbar. Okay. Sie hat heute Morgen in der Beiratssitzung gesagt, naja, wenn man so in der sozialen Arbeit ist, dann ist das halt immer so ein bisschen das Aschenputtel. Und das trifft es eben auf eine Art ganz gut. Damit hat die soziale Arbeit schon lange zu kämpfen. Und ich will jetzt im Verlauf meines Referats darauf eingehen, woher ich denke, dass das kommt und warum zugleich auf der anderen Seite die soziale Arbeit in meiner Perspektive ein sehr wichtiger Beruf ist und am besten noch eine Profession. Diese Ambivalenz will ich Ihnen ganz kurz ein paar Alltags, was mir so in der letzten Zeit begegnet ist. Ich habe eine Diplomrede gehalten vor ein paar Wochen, also Bachelorrede, und habe dort eben so zum Abschluss, um den Studierenden das auf den Weg zu geben, gerühmt, was für ein toller Beruf das ist und wie wichtig es ist, viel zu wissen. Nach mir sprach die Regierungsrätin, die unmittelbar auch Bezug nehmend auf mich gesagt hat, also nicht wörtlich, aber sinngemäß, also das mit der Wissenschaft, das ist schon ganz nett und das ist ja auch ein sympathischer Mensch so ungefähr, aber jetzt geht es in die Praxis und vergessen Sie das mal. An der Diplomrede, in der Hochschule. Ich habe im letzten Semester eine Bachelor-Thesis betreut. Da ging es um die Zuständigkeit der sozialen Arbeit in der Psychiatrie. Eine wunderbare Arbeit, auch dementsprechend bewertet. Wir haben eine externe Gutachterin immer, also es ist nie nur intern, sondern wird auch von Praktikerinnen mitbewertet.
Die fand das auch toll. Der Nachsatz mir gegenüber, die wird sich dann umgucken, wenn sie in die Praxis kommt. Ein anderes Beispiel, jetzt nicht mehr aus dem Alltag, sondern aus der Wissenschaft. Was ist das? Ist eigentlich eine bekannte Grafik. Weiß es jemand? Ja. Genau, also wenn wir so über die soziale Arbeit denken, das sind die Facts. Das ist die Entwicklung der sozialen Arbeit in Deutschland anhand der Beschäftigtenzahlen im letzten Jahrhundert. Also scheinbar Success. Ist es auch. Es ist auch ein Erfolgsstory. Wenn man dann aber etwas genauer hinguckt, dann sieht man zum Beispiel in diesem Ding drin, dass 1999 ungefähr ein Drittel der Beschäftigten keinen Abschluss in sozialer Arbeit hatten. Wenn man das unter Professionsgesichtspunkten anguckt, ist das nicht nur unerfreulich, sondern das ist eine schlicht und ergreifend eine Katastrophe, weil ein wesentlicher Punkt der Professionalisierung oder dessen, was Professionen sozusagen erreichen müssen, ist eine Schließung des Arbeitsmarktes über Qualifikation. Das ist notwendig, um das zu erreichen, für was die Professionen da sind, nämlich eine wissensbasierte, das heißt auf Kompetenz und Wissen aufbauende Qualitätssteigerung. Das ist so die Idee der Professionalisierung. Das mal so zur Einleitung. Also es ist offensichtlich ein schillerndes Gebilde, wenn man über die soziale Arbeit spricht und ihre Professionalisierung. Man hat es mit Faszination zu tun und immer auch wieder mit Ernüchterungen. Das ist so mal ganz schnell der Überblick. Sie sehen, es ist ein relativ dichtes Programm schon in diesem Überblick. Ich bin mal gespannt, wie wir durchkommen, habe aber auch durchaus immer Möglichkeiten, das Ganze dann irgendwann mal abzukürzen. Mal so eine erste Annäherung an diese Ambivalenz. Womit kann das zusammenhängen? Das Erste ist, was man feststellen kann, es geht um Menschen in diesem Beruf. In der Regel um Menschen, die in irgendeiner Form Mühe haben, deren Zerbrechlichkeit an der Gesellschaft manifest wird. Dann kommt man auf das Nächste. Menschen sind soziale Wesen. Auch das ist jetzt nicht gerade eine neue Erkenntnis. Deshalb gehe ich auch nicht weiter darauf ein. Sie leben in Gesellschaften. Die menschliche Sozialität ist aber viel umfassender und komplexer, als dass man es einfach so sagen kann. Leben in Gesellschaften. Was das dann heißt, das ist eine ziemlich anspruchsvolle Sache. Und das ist wichtig für meine weitere Argumentation, die menschliche Sozialität ist so ähnlich wie Wasser für Fische. Also das ist das Medium, in dem wir leben. Wir haben ein Nervensystem, das ein bisschen mehr erfassen kann, auch über die eigene Umwelt, als Fische das können. Aber Fische wissen nicht, dass sie in diesem Medium leben. Und für Menschen ist die Sozialität auch ein Stück weit eine Voraussetzung, die unhinterfragt wir alle kennen. Und die deshalb interessanterweise oft in den Hintergrund fällt, sozusagen, und nicht unbedingt dem Bewusstsein so in dieser Form, also vor allem in dieser umfassenden Form zugänglich ist. Die soziale Arbeit interveniert also an diesem Zusammenspiel von Individuum und Gesellschaft. Viele Theorien der sozialen Arbeit gehen darum, Heine, Franz Hamburger, Lothar Böhnisch, auch Hans Thiersch auf seine Art. Aber dieses Zusammenspiel theoretisch zu fassen, ist eine große theoretische Herausforderung, die meines Erachtens noch niemand wirklich so gut gepackt hat, dass man das ohne weiteres herunterbrechen kann auf Anwendung, auf Anwendbarkeit im Zusammenhang mit professioneller sozialer Arbeit. Diese Komplexität, nämlich in ein Zusammenspiel
von komplexen, dynamischen, das heißt nicht-linearen Systemen, also ein Mensch als biopsychisches, biopsychosoziales Wesen und sozialen Systemen, die sich dann wiederum verschachteln in eine Gesellschaft letzten Endes. In das zu intervenieren, das ist eine Aufgabe, zu der man sehr viel wissen muss, wenn man unter Professionalisierungsgesichtspunkten das anguckt. Professionalisierung im einfachsten oder Profession sind im Grunde nichts anderes als ein Kind der Aufklärung, da komme ich gleich noch drauf zurück, und damit der Idee, man könnte das Leben gestalten. Also wir könnten nicht nur das Leben, sondern eben auch die Gesellschaft und unsere Lebensverhältnisse gestalten, und zwar in Abhängigkeit von Vernunft. Das ist ein wichtiger Punkt, und in der weiteren Entwicklung heißt Vernunft dann eben auch zumindest wissenschaftliches Wissen. Das ist das eine. Zugleich, also die soziale Arbeit muss sehr viel wissen und sehr viel Verschiedenes wissen. Ganze Debatte um die Bezugswissenschaften kann man da rein denken. Zugleich aber, weil das die Sozialität das Medium ist, in dem wir alle leben, fällt es der sozialen Arbeit immer wieder sehr schwierig, Unterschiede zu markieren zwischen ihrer professionellen Kompetenz und der alltäglichen Kompetenz. Das Beispiel mit der Regierungsrätin mag das illustrieren. Für sie ist es völlig klar, dass man eben keine spezifische Kompetenz braucht, sondern dass es im Wesentlichen darauf ankommt, mit beiden Beinen auf dem Boden der Realität zu stehen, das Herz am rechten Fleck zu haben und am besten noch Frau zu sein. Das sage ich absichtlich, das hat nicht sie gesagt natürlich, weil wenn man über die soziale Arbeit als Profession nachdenkt, muss man sich auch Gedanken machen über Gender und über die Tatsache, dass die soziale Arbeit ein Frauenberuf ist, also im Sinne von Gender. Und zwar auch nach wie vor. Und das spielt jetzt nicht auf das Geschlecht an, was ich damit sagen will, sondern es spielt auf Machtverhältnisse an, in die eben Professionen auch eingebunden sind. Also, wir haben jetzt so als erste Auslegungsordnung einen komplexen Zustand, nämlich biopsychosoziale Notlagen menschlicher Individuen und Gruppen in Gesellschaft. Und das daraus resultierende Professionalisierungs, die Bedürftigkeit, also die Notwendigkeit, wenn man das unter Kriterien der Aufklärung sozusagen, also der Modernisierung, der modernen Gesellschaft angeht, dann hat man immer eine Professionalisierungsbedürftigkeit dann vorliegen, wenn eben krisenförmige Probleme zu bearbeiten sind, die man nicht mit standardisierten Routinen, zumindest nicht alleine mit diesen bewältigen kann. Und das ist für die soziale Arbeit definitiv gegeben. Aber eben in Kombination sozusagen mit der weit verbreiteten, unterkomplexen Vorstellung von Sozialität und sozialer Hilfe, sowohl in der Politik wie die Regierungsrätin, wie in der Öffentlichkeit, wie in der sozialen Arbeit selbst. Und vor allem das Letzte ist das Problem, mit dem ich mich überwiegend im Folgenden beschäftigen werde. Da ich nicht alles hier ausführlich darstellen kann, dieser kleine Werbeblock, wobei eben, das sieht man schon an dem Klick, das kann man nicht mehr kaufen, insofern ist es nur ein halber Werbeblock. Aber in diesem Buch, Die fürsorgliche Verstrickung, haben wir diese internen auf Gender rückführbaren Verstrickungen der sozialen Arbeit in ihre, wie wir das dann genannt haben, in ihr kulturelles Erbe, das dann bestimmte Strategien beinhaltet, wie eben zum Beispiel sich unsichtbar machen, sich klein machen, nicht offensiv sozusagen die eigene Professionalität verfolgen und vor allem nicht in öffentlichen Diskursen. Wir hatten das im Beirat heute ganz kurz. Die Stimme der sozialen Arbeit in sozialpolitischen Diskursen, vielleicht ist das in Österreich anders, weiß ich nicht, hört man in der Schweiz nicht. Wenn es um Gesundheitspolitik geht, sind Ärzte da drin, und zwar prominent. Wenn es um Sozialpolitik geht, gibt es praktisch keine Sozialarbeit oder noch schlimmer,
die dann eben genau diese Position vertreten, sich klein zu machen und das dann öffentlich sozusagen demonstrieren. Das ist das eine. Dort geht es um Professionalisierung und eben dieser Zusammenhang von Gender und den Professionalisierungsschwierigkeiten der sozialen Arbeit. Und im anderen, und darüber werde ich nachher noch mehr reden, geht es darum, eigentlich zu fassen, eben dieses dynamische, komplexe Zusammenspiel zu fassen und die soziale Arbeit darin zu verorten und die Anforderungen, die an die soziale Arbeit aus dieser Perspektive hergestellt sind, mal wenigstens skizzenartig vorzustellen. Also, Professionen in modernen Gesellschaften. Ich muss, damit ich einigermaßen sicher sein kann, dass Sie mich verstehen, ein bisschen was dazu sagen. Ich mache das extrem schnell. Nehme an, dass die meisten von Ihnen eine eigene Ahnung haben, was Professionalisierung sein kann. Diese einigermaßen komplexe Grafik versucht darzustellen, was moderne Gesellschaften in ihrer soziologischen Dynamik sozusagen in den letzten mindestens 150 Jahren, wahrscheinlich mehr, angetrieben hat. Luhmann hat das mit der funktionalen Differenzierung wunderbar herausgearbeitet, nämlich dass diese modernen Gesellschaften entlang von zu bearbeitenden Problemen, wenn man das so will, eben Funktionen herausbilden, die dann letzten Endes die Struktur der Gesellschaft weitgehend ausmachen. Im Gegensatz zu Luhmann verfolge ich eine Akteurstheorie und in dieser Perspektive, die auch Stichweh teilt, sind Professionen die Akteursgruppen, die diese Modernisierung vorantreiben. Also die sozusagen auf das Ticket der Aufklärung aufsteigen und sagen, gut, das ist eine überzeugende Idee, wir können unser Leben selber gestalten. Und wenn wir besser wissen, was die Probleme sind, was ihre Beschaffenheit sind, können wir besser in sie intervenieren und können sie dadurch zu unserer besseren Lebensform verändern. Also diese Professionen sind Treiber der Modernisierung, der Rationalisierung in gewisser Weise von Problemlösung. Und sie bilden dann eben im Zuge der weiteren Entwicklung Organisationen aus, Institutionen, entwickeln Programme und schließlich haben wir es dann mit der ausgeprägten modernen Gesellschaft zu tun, die wir heute alle kennen. Und soziale Arbeit habe ich da mal mit reingenommen, auch wenn es darüber Diskurse gibt, ob sie jetzt ein Funktionssystem ist oder nicht und so weiter. Das sind noch einmal zusammengefasst die zwei in meinen Augen wichtigsten Professionstheorien, nämlich von Andrew Abbott und Ulrich Oebermann. Dass Professionen in diese gesellschaftliche Dynamik eingebunden sind und ihre Zuständigkeit immer wieder durchsetzen und behaupten müssen. Also wenn man über Professionalisierung redet, dann redet man nicht nur darüber, ob man seinen Job gut macht, sondern man redet vor allem und zuerst darüber, inwieweit es einer Gruppe gelingt, sich als Profession in der gesellschaftlichen Dynamik als zuständig durchzusetzen und dementsprechend eben diesen jurisdictional claim für sich zu beanspruchen. Und das geschieht in verschiedenen Arenen, nämlich der Gesetzgebung, der Öffentlichkeit und dem Arbeitsplatz. Professionen bearbeiten krisenförmige Probleme von Individuen rund um Zentralwerte und funktionale Erfordernisse der Gesellschaft. Sie tun dies in Kurzform, indem sie Wissen zur Problemlösung verwenden und dazu eine handlungswissenschaftliche Wissensbasis zurückgreifen. Das Paradebeispiel für eine in diesem Sinne, also alle diese Punkte vollumfänglich realisierte Profession, ist die Medizin. Da kann man das sehr schön sehen. Mit allen Problematiken, die das auch erzeugt, aber das ist der Medizin sehr gut gelungen, ein wichtiger Player in diesem Spiel zu sein. So, die Frage, die sich jetzt stellt, also nochmal zurück im Anschluss daran stellt, für die soziale Arbeit sind die unteren beiden. Was sind die krisenförmigen Probleme von Individuen und um welche Zentralwerte
herum gruppiert sich das, sodass sich ein Funktionssystem der sozialen Arbeit hat bilden können. Und in Klammer, obwohl die Akteursgruppe relativ schlecht aufgestellt ist und war. Also es muss etwas geben in dieser Gesellschaftsform, das aus sich heraus einen Anlass bildet, woran sich sozusagen so ein Beruf wie die soziale Arbeit hat bilden können. Und dem will ich jetzt kurz nachgehen. Sorry. Ich versuche das in einem Bild. Also das ist ein Ding der Unmöglichkeit, ist Ihnen klar. Dass die gesamte Entwicklung eigentlich dieser modernen und man müsste vollständig sagen, moderne, demokratische und kapitalistische Form von Gesellschaft anzugucken. Das meiste kennen Sie, also das Feudalsystem mit einer starren Hierarchie von sozialen Positionen. Und das andere ist eben die funktional differenzierte, also die moderne Gesellschaft. Der Übergang, der hier stattgefunden hat, der hat stattgefunden unter anderem durch wieder Akteure und Akteursgruppen, die man als soziale Bewegung beschreiben kann. Nämlich die Demokratiebewegung, wie sie dann in der Französischen Revolution oder auch in der Amerikanischen Revolution dazu geführt hat, dass das Feudalsystem, das bis dahin herrschende Feudalsystem, erst einmal abgeschafft worden ist. Zusammen mit vielen anderen gesellschaftlichen Strömungen, unter anderem eben dem entstehenden Kapital, hat sich daraus eine völlig neue Gesellschaftsformation entwickelt. Und ohne jetzt auf die Details eingehen zu wollen und zu können, der Unterschied, der für hier jetzt für meine Argumentation wichtig ist, ist, dass sich das Verhältnis von Individuum zu Gesellschaft dramatisch verändert hat. Das sieht man in dem Bildchen im Prinzip dargestellt. Dort, wer König war, zufällig oder wie es damals hieß, von Gottes Gnaden, war König und zwar von Geburt. Und dasselbe gilt für den Bauer, für den Gerber und jeden anderen auch. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, ist die Religion und das Militär. Die haben auch schon zu dieser Zeit sozusagen immer wieder Leute rekrutiert, die nicht von Geburt her in diesem Funktionssystem platziert waren. Aber ansonsten ist das ein ziemlich starres System. Auf dieser Seite in unserer Gesellschaftsformation, es hat natürlich dann noch ein Weilchen gebraucht, bis sich das so richtig rausgearbeitet hat, aber das von Anfang an ist eigentlich die wichtige Voraussetzung, die mit dem Zerschlagen des feudalen Systems einhergeht, dass die Menschen aus diesen traditionalen Bindungen freigesetzt werden. Freigesetzt im marxischen Sinne auch, also frei jeglicher Bindung und jeglichen Besitzes auch, sodass eben die Arbeitskraft dann auch kapitalistisch verwertbar wurde. Aber frei eben auch im politischen Sinn, also auch im politisch-rechtlichen Sinn als freier Mensch und die Idee, dass wir frei geboren sind und insofern auch eine Idee der Demokratie im Prinzip zumindest gleich sind. Und ein weiterer wichtiger Punkt der Demokratie, den man gerne vergisst, brüderlich zusammenstehen wollen, um eine Idee zu verwirklichen, nämlich die Idee der Demokratie. Wäre ich gespannt, wie viele Antworten wir hier finden würden, was die Grundidee der Demokratie ist. Und ich behaupte auch nicht, dass ich die einzig mögliche Antwort darauf habe. Aber wenn man sich diese Texte anguckt, insbesondere von Robespierre, aber auch von Kant, dann schält sich da heraus, dass die Grundidee eigentlich genau die ist, um die es mit Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit geht, nämlich gegen das Feudalsystem im Sinne der Aufklärung eine von Menschen gestaltete Form von Gesellschaft herzustellen, in denen es allen gut geht. Das ist die Idee der Demokratie. Also ein gutes Leben für alle. Und darin liegt auch die Sprengkraft dieser demokratischen Idee bis heute. Das können Sie in allen politischen Debatten nachvollziehen. Es gibt immer sozusagen Schwankungen da drin, je nachdem, wo man das Gewicht legt. Aber die sozialen Probleme müssen von allen
Staaten, die eine demokratische Verfassung haben, in irgendeiner Form bearbeitet werden, weil die demokratische Semantik, also diese Idee der Demokratie, dass es um das Volk geht und um die Wohlfahrt des Volkes. In der Schweizer Verfassung, die beginnt, bemisst sich die Stärke des Volkes am Wohle der Schwachen. Das ist eine schöne Formulierung für diese Grundidee der Demokratie. Und gleichzeitig hat sich aber eben, weil das auch eine kapitalistische Entwicklung war, ein System entwickelt, das einerseits diese demokratische Semantik hat und andererseits strukturell und das heißt eben auch systematisch Ungleichheit produziert, und zwar in einem Ausmaße, die, wenn man das global anguckt, nie gekannt war zu irgendeiner anderen historischen Zeit. In den westlichen Demokratien hat sich eben an diesem Problem, also an dem Problem, das sich hier drin abzeichnet, nämlich dass die Menschen nicht mehr einfach eine soziale Position haben durch Geburt, sondern alle, wir alle, ihre Position in der Gesellschaft selber, und das heißt immer auch eingebunden in soziale Systeme, herstellen müssen. Und das ist sowohl für die individuelle Entwicklung wie für die Gesellschaft eine hoch anspruchsvolle Geschichte. Mit anderen Worten nochmal, diese Gesellschaftsform, in der wir leben, hat ein strukturelles Integrationsproblem. Und zwar Integration der Gesellschaft. Das heißt, was hält diese Gesellschaft eigentlich bei all diesen Fliehkräften, die sie produziert, zusammen? Und die Integration der Individuen in diese Gesellschaft im Sinne von eine Position erringen über Bildung, über Arbeit, über alle möglichen Prozesse. Und das Letztere, das scheitert empirisch, massenhaft. Es gibt sehr viele Menschen, die an dieser Aufgabe scheitern oder zumindest massive Probleme daran entwickeln und umgekehrt psychische Muster sozusagen entwickeln, wie zum Beispiel Gewalt, die eben dann auch sozial natürlich nicht tolerierbar sind. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Gesellschaft mit diesem Integrationsproblem und der sozialen Arbeit, die dieses Problem in meiner Perspektive eben bearbeitet. Und den Zusammenhang zur Demokratie bzw. zur demokratischen Semantik. Die Frage, die ich vorher gestellt habe, also was ist der Zentralwert, den dann diese Profession bearbeitet, ist eben in meinen Augen mit Bezug auf diese demokratische Semantik, zu beantworten. Sie bearbeitet diese drei Zentralwerte der Gesellschaft. Und das macht es wiederum schwierig. Es macht sie einerseits extrem wertvoll, weil sie eben für Ausgleich sorgt in dieser Struktur, im Dienste der demokratischen Semantik, aber eben auch im Dienste der demokratischen Herrschaft. Das ganze Zeugs mit doppeltem Mandat und so weiter kann man vor diesem Hintergrund lesen. Die soziale Arbeit wird instrumentalisiert für Herrschaftsinteressen zur Befriedung von gesellschaftlichen Dynamiken, die im Widerspruch stehen zu der demokratischen Semantik, von der die politische Herrschaft in Demokratien mindestens alle 4 Jahre abhängt. Also die soziale Arbeit hat einen hohen Wert für die Politik, wenn es ihr in bestimmter Weise gelingt, die sozialen Probleme, die diese Gesellschaft systematisch erzeugt, zu bearbeiten und in diesem Sinne eben zu befrieden. Die Zentralwerte, wenn man das auf soziale Arbeit überträgt, eben es ist in Bezug auf Gleichheit der Ausgleich, es ist in Bezug auf Freiheit, das Ermöglichen von Emanzipation, hätte Thiersch gesagt, also autonome Lebensführung möglichst wiederherzustellen, insofern frei zu werden von den Zwängen der Not. Und es ist eben diese Funktion insbesondere der Brüderlichkeit oder nennen Sie Solidarität. Es geht darum, mit denen, die nicht von selber sozusagen in diesem System eine gute, für sie gute Position erringen können, so zu arbeiten, dass
solidarisch insgesamt eine bessere Form von Gesellschaft letztlich entsteht, durch bessere Integration aller ihrer Mitglieder. Weil das ist der Anspruch. Alle. Minimale Teilhabe, was dann minimal heißt, aller, ist sozusagen das Universalprinzip der Demokratie. Das nennt Habermas jedenfalls so. Gut, und jetzt haben wir noch was. Noch eine Voraussetzung, dann bin ich, glaube ich, durch mit den Voraussetzungen. Genau. Auch eine soziologische Auffälligkeit gibt es sonst nie, in keiner anderen Profession, auch mit keinem anderen Beruf. Und diese Struktur bestätigt übrigens auch nochmal, dass die soziale Arbeit eben sozusagen nicht an den Rändern der Gesellschaft arbeitet, sondern im Zentrum dessen, was diese demokratische Gesellschaft zusammenhält, also an ihrer Semantik und an den Widersprüchen, die dadurch entstehen. Sie breitet sich sozusagen über die gesamten Funktionssysteme aus und bearbeitet überall dort, wo Integrationsprobleme auftreten, diese Integrationsprobleme. Ja, sie bearbeitet das im Wirtschaftssystem, dort heißt sie dann betriebliche soziale Arbeit noch, vielleicht heißt sie bald nur noch Sozialberatung oder irgendein Social Management Dingsbums, weiß ich nicht. Schon immer und von Anfang an die Fürsorge, die Sozialhilfe unmittelbar gekoppelt an das politisch-administrative System, aber nicht nur das, also Jugendamt und so weiter könnte man hier auch noch aufzählen. Im Rechtssystem Bewährungshilfe, juristische Sozialarbeit ist ein Begriff, den ich in letzter Zeit öfters gelesen habe. Die Schulsozialarbeit als Shooting Star in den letzten 10 Jahren, die an die Religionen gebundene soziale Arbeit, oft als Freiwilligenarbeit, aber nichtsdestotrotz mit derselben Funktion, die soziale Arbeit in Kliniken, im Gesundheitsbereich, im Suchtbereich und so weiter und so fort. Es gibt ein paar wenige, die Gemeinwesenarbeit und die Heimerziehung sind sozusagen die Klassiker, wo die soziale Arbeit ihren eigenen Ort hat, wo sie nicht an ein anderes Funktionssystem angelagert ist. Und das hat damit zu tun, die Jugendlichen sind per se sozusagen von diesem Integrationsproblem betroffen und sie sind noch mehr betroffen. Sie müssen viel mehr als alle anderen Altersgruppen ihren Platz in der Gesellschaft finden. Also sie bilden sozusagen ein auf Dauer gestelltes Problem, das sieht man dann auch in den öffentlichen Debatten, wo das völlig überzogen wird in aller Regel. Und die Gemeinwesenarbeit, also in den Lebenswelten der Menschen, wo es darum geht, dort sich manifestierenden, insbesondere in Brennpunkten manifestierenden sozialen Probleme zu bearbeiten. Also, das ist die Struktur der sozialen Arbeit, wenn man das soziologisch ein bisschen auffächert, und das hat Konsequenzen. Denn die soziale Arbeit ist logischerweise, deshalb habe ich heute Morgen auf den Begriff Interdisziplinarität erst einmal sozusagen reagiert, weil das ist immer interdisziplinär und es ist immer auf die gleiche Art und Weise strukturiert. Die soziale Arbeit ist Gast in einem fremden Haus. Und das heißt, in diesem fremden Haus hat es einen Hausherrn, das heißt eine dominante Profession in der Regel, die Ärzte, die Priester, die Lehrer, die Juristen, also Richter und Staatsanwälte, die administrativen Spitzen und die Manager, mal grob gesagt. Und die soziale Arbeit ist immer der Juniorpartner und erfüllt immer spezifische Hilfsfunktionen in Bezug auf die Probleme, so wie sie von diesem Funktionssystem definiert werden. Und das ist der klassische Fall von einer Hilfsprofession und insofern hat die soziale Arbeit nach wie vor und strukturell immer noch eine nicht vollendete Professionalisierung sozusagen. Das Ganze darin ist dann auch noch eben diese ganze Gender-Problematik eingezogen und das führt dann noch einmal dazu, dass die soziale Arbeit sozusagen immer wieder ein Potenzial entwickelt, das sie dann nicht unbedingt immer einlösen kann. Bevor ich es nachher vergesse, diese Struktur ist zugleich auch ein Segen, wenn es gelingen würde, aus diesen Junior-Verhältnissen herauszukommen. Weil ein Riesenproblem aller Sozialstaaten ist die Segmentierung, die mit dieser funktionalen Differenzierung einhergeht. Also die Segmentierung innerhalb der sozialen Arbeit, aber auch die Segmentierung zum Beispiel im Gesundheitswesen und Sozialwesen
in ein Rechtssystem mit sanktionierenden Elementen und so weiter und so fort. Und diese Segmentierung, die stellt die größten Herausforderungen. Und die soziale Arbeit ist aufgrund dieser Struktur eigentlich strukturell in der Position, wenn man eine interdisziplinäre Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe hinbekommen würde, diese Koordinationsprobleme sozusagen und um diese Probleme der Integration zu koordinieren, vielleicht besser oder sinnvoller zu erledigen. Also, wenn man jetzt, ich weiß nicht, inwieweit Sie Szenariotechniken kennen, Szenariotechniken versuchen so das, was man beobachtet, maximal zu polarisieren, damit man erstmal einen Gegensatz hat. Also sie sind beide realistisch und beide unrealistisch zugleich. Das erste Szenario wäre dann eben, wenn man jetzt sozusagen das Potenzial der sozialen Arbeit extrapoliert. Sie ist eine gut etablierte und anerkannte Profession. Sie hat eine geschätzte Expertise bei der Gestaltung und Entwicklung sozialpolitischer Maximen. Sie ist eine führende Profession in interprofessionellen und transdisziplinären Problemlösungsprozessen und eine führende Disziplin in den angewandten Sozialwissenschaften. Das ist eine Extrapolierung. Nochmal, führend ist mir nicht so wichtig. Wichtig wäre mir, nicht Aschenputtel zu sein in allen diesen Zusammenhängen. Und das zweite Szenario, das ist genauso realistisch oder unrealistisch, je nachdem, wie man es anguckt. Sie ist eine einfache, helfende Tätigkeit ohne besondere Expertise. Es gibt viel über Freiwilligenarbeit und Kurzzeitausbildung zu tun. Der Hintergrund ist mehr Armutsverwaltung als etwas anderes. Damit einher muss eine Repression zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung gehen und die soziale Arbeit ist keine wissenschaftliche Disziplin. Also nur zur Erinnerung, damit Sie nicht denken, dass ich mir das alles aus den Augen sauge, keine wissenschaftliche Disziplin, das sieht man zum Beispiel daran, haben wir ein Promotionsrecht, haben wir sozusagen die Möglichkeit, unseren eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs auszubilden. Solange diese Antwort nicht mit Ja beantwortet wird, ist es keine wissenschaftliche Disziplin. Also wir sind das nicht in Termini der Anerkennung. So, und jetzt kommen noch schnell diese Thesen. Für die erste These, die will ich mit diesem Sicherheitsdiskurs einführen. Relativ kurz und daher auch relativ unpräzise, aber einfach zu sehen, wie die soziale Arbeit eingebunden ist in diese semantischen Auseinandersetzungen in der Gesellschaft. Im Kampf um die Semantik kann man nämlich, und das können Sie beobachten über viele Jahrzehnte, es gibt wie zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt sie ernst und sagt, okay, wir müssen die sozialen Probleme lösen und möglichst eben ein gutes Leben für alle gewährleisten. Oder aber man führt Diskurse, wo sozusagen die Figur des Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit demontiert wird und man sagt, ja gut, alle sollen ein gutes Leben haben, aber nicht wirklich alle, sondern nur die, die sich anstrengen oder nur die, die diese Voraussetzung bringen. Und es gibt immer, man braucht dafür sozusagen ein etwas Böses, etwas Bedrohliches, sodass man mit Angst operieren kann, sodass man eben auch demokratische Wahlen damit gewinnen kann. Haben Sie in Österreich wahrscheinlich auch gehabt. Wir hatten das massiv in der Schweiz, es war massiv in den USA, es war massiv in Großbritannien und es war massiv auch in Deutschland, wo man an einem Einzelfall, sei es ein Kind stirbt, das unter Aufsicht des Jugendamtes vielleicht war, oder eben ein verurteilter Straftäter kommt frei und begeht erneut eine schreckliche Tat. Und an diesem Einzelfall wird dann sozusagen das Versagen des gesamten Systems, und zwar sowohl des politischen wie des sozialarbeiterischen Systems, aufgehängt. Es findet eine Destruktion jetzt hier im Bereich von Strafvollzug der über viele Jahrzehnte errungenen Leitorientierung an Resozialisierung statt. Und das wird ersetzt. Es geht um Sicherheit und Strafe. Der Kampf um diese gesellschaftliche
Semantik in der Polarität von Problemlösung auf der einen Seite, das ist die professionelle, moderne Haltung, und Vergeltung, die archaische, wenn man so will, ja, archaische Pol. Schon die Kollegen von der kritischen Theorie haben diesen Begriff geprägt, falsche Projektion. Sie haben das damals mit dem Antisemitismus gezeigt, wie das funktioniert, wie man sozusagen über solche falschen Projektionen Massen mobilisieren kann. Und wenn man das kombiniert, jetzt eben mit neuer Lust am Strafen, die Sicherheit, dann kann man eben diese demokratische Semantik so beeinflussen, dass die soziale Arbeit darin keinen Boden hat, weil sie diesen Zentralwert bearbeitet. Und wenn der Zentralwert desavouiert ist, dann wird das ganz arg schwierig zu sagen, ja, wir wollen nicht nur fördern und fordern, sondern wir haben unsere eigenen Vorstellungen, wie man diese Probleme bearbeitet. Was man in der Schweiz beobachten kann, ist als Ergebnis, dass die Leitorientierung, die ist im Sozialgesetz festgeschrieben, im Strafgesetz festgeschrieben, Integration als Mittel zur Vermeidung von Straftaten. Das ist wörtlich im Strafgesetzbuch, wird ersetzt, und das ist jetzt auch in der Debatte, in der Gesetzgebung, mit dem Begriff Risikoorientierung und mit Verfahren, die sozusagen das Risiko, das von Straftätern ausgeht, für die Öffentlichkeit minimieren soll. Und das ist jetzt eben der Punkt, wenn wir über Perspektiven der sozialen Arbeit nachdenken, die soziale Arbeit setzt dem nichts entgegen. Es gibt keine öffentliche Stellungnahme, die auf dieses Phänomen aufmerksam macht. Die Risikoorientierung wird flächendeckend in der Schweiz in allen möglichen Bewährungshilfen eingeführt. Das Thema soziale Integration ist praktisch vom Tisch. Das ist, wie sozusagen die soziale Arbeit in sich selber immer wieder an den Herausforderungen, die dieses in der Tat sehr schwierige Thema bringt, in gewisser Weise scheitert und auf aktuelle Strömungen einsteigt und diese umsetzt und dabei den Wissenshorizont, den sie eigentlich aufgebaut hat, dann auch regelmäßig mal über Bord wirft. Jetzt, wie kommt man da heraus? Diese Struktur des Andockens, ich habe es schon mal kurz angedeutet, kann dann gewinnbringend genutzt werden, wenn es gelingt, die damit verbundenen Herausforderungen der Autonomie und Identitätsbildung konstruktiv zu wenden. Will Ihnen das an dem Beispiel der Psychiatrie kurz zeigen. Brauche noch ungefähr 10 Minuten, dann komme ich zum Ende. Das ist von einem Psychiater, der Andreas Andreae ist Chefarzt in der integrierten Psychiatrie in Winterthur. Die waren Modell in der Schweiz, um diese integrierte Psychiatrie einzuführen. Und im Zentrum dieses Modells steht hier etwas unauffällig die Koordinationsstelle Case Management. Das ist, wenn man es, und es wäre schön, es würde dann da auch noch stehen, soziale Arbeit. Also das Modell, so wie es der Chefarzt dieses Modellprojektes denkt, lebt praktisch von genau dem, was ich vorher angedeutet habe. Es braucht eine Profession, die alle diese Netzwerkaktivitäten fallbezogen koordiniert. Haben wir natürlich erstmal gejubelt. Schöne Perspektiven für die soziale Arbeit. Dann kommt der skeptische Forscher, der schaut sich das dann nochmal ein bisschen genauer an. Und dann sieht es halt so aus. Eben, es ist zentraler Baustein, aber nicht auf der Fallebene. Diese Koordinationsstelle vernetzt zwar die Akteure miteinander, macht Weiterbildungsveranstaltungen und so weiter, aber auf der Fallebene ist sie vollständig draußen. Eben, das kommt dann hier, Dominanz der neurologischen, pharmakologisch-psychiatrischen, psychologischen Modelle, Unterbelichtung der sozialen Dimension. Gleichzeitig fühlen sich alle für die soziale Dimension zuständig. Also wir haben jetzt gerade einen Artikel geschrieben für das neue Handbuch der sozialen Psychiatrie, also soziale Arbeit darin charakterisiert und haben da eben die Zuständigkeit für die soziale Dimension reklamiert, noch einige andere ziemlich pikante Thesen aufgestellt. Auf nichts ist reagiert worden, aber wenn wir sagen, wir sind zuständig für die soziale Dimension, dann kommt sofort nicht. No go, weil natürlich Sozialpsychiatrie
Psychiater sind zuständig für die soziale Dimension, Sozialpsychologen sind zuständig für die soziale Dimension und so weiter und so fort. Aber es geht eben darum, wenn man es anguckt, wie sieht die Diagnostik aus, dann sieht man null. Es sind vier Fragen zur sozialen Dimension und die sind: Haben Sie Arbeit, haben Sie Familie und so, und that's it. Also das sind schon ziemlich harte Fakten, die hier stehen. Das ist dann aus den Interviews herausgearbeitet, die soziale Arbeit als wertgeschätzte Hilfsfunktion im Modell therapeutischer Fallführung, die dann eben diese Sachleistungen, Anschlussversorgung und so weiter organisiert. Und das ist wichtig, damit wir uns da nicht falsch verstehen, aber das ist nicht das, was die Profession oder das, wo wir stehen, eigentlich leisten könnte in diesem Zusammenhang. Und da sieht man wieder diese Unterordnung, dieses Gast in einem fremden Haus zu sein. Es ist klar, dass die Psychiater in ihrer Psychiatrie die Macht haben auch und zwar die soziale Arbeit sehr hoch schätzen, aber so wie sie sie definieren und nicht so, wie die soziale Arbeit sich selber definiert. Wobei eben, das ist dann eben leider noch einmal eingeschränkt, die soziale Arbeit ist natürlich in dieser Struktur gewachsen. Das heißt, es hat sich eine Kultur entwickelt, in der sich die soziale Arbeit genauso sieht. Also, und dann eben auch diese Möglichkeit, die mit der integrierten Versorgung jetzt modellmäßig zumindest zusammenhängt, gar nicht ergreift. Also nicht mal darum kämpft. Die Pflege ist dann etwas anders aufgestellt und die sieht das sehr schnell, dass die soziale Dimension ihre Chance ist in diesem Feld. Und deshalb auch meine Skepsis mit Interdisziplinarität. Das ist wichtig und die soziale Arbeit ist per se, wie jede Handlungswissenschaft, auf interdisziplinäres Wissen angelegt. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass daneben wirklich Kämpfe ablaufen zwischen den Professionen und dass man gut beraten ist, nicht sozusagen die Grenzen auseinanderflattern zu lassen, sondern sie erst einmal klar zu kriegen. Und das heißt dann eben auch, das mache ich gleich noch kurz, zu zeigen, worin besteht denn eigentlich das, was wir im interdisziplinären Kontext anbieten können und es dann aber auch versuchen durchzusetzen. Eben diesen Bezug zum Zentralwert, so wie ihr es ja auch angedacht habt, Demokratie und soziale Arbeit, diesen Bezug, ob man das jetzt so macht, wie wir das gemacht haben, oder ob man da einen besseren oder anderen Weg findet, das ist egal, aber die soziale Arbeit hat mit diesem Zentralwert der Gesellschaft zu tun und sie ist eine wichtige Institution in diesem Zusammenhang. Und deshalb ist es wichtig, das auch offensiv darzustellen und eben auch umzusetzen. Eben dieser Diskussionsvorschlag, soziale Arbeit als Institution, gewordene Brüderlichkeit, und zwar als generalisierte berufliche soziale Fürsorglichkeit vor dem Hintergrund von Gleichheit und im Dienste der Förderung von Freiheit und eines guten Lebens für alle. Und in diesem Zusammenhang ist eben eine Politisierung der sozialen Arbeit unvermeidlich, aber eben, dann kommt wieder die Ambivalenz, wo sehen wir das, wo zeigt sich die soziale Arbeit als ein politischer Akteur und dann wird es dünn. Ein weiterer Punkt, der Menschenrealismus. Wir haben zig Studiengänge, also wir heißt die soziale Arbeit in dem deutschsprachigen Raum, sage ich mal, wo wir Sozialmanagement-Ausbildungen anbieten. Wie sind diese Ausbildungen strukturiert? Werden die Leute so ausgebildet, dass sie verstehen und Kompetenzen aufbauen, dass ihre erste und primäre Aufgabe ist, professionelle Organisationen der sozialen Arbeit zu bauen und in diesem Sinne zu führen? Oder werden sie ausgebildet, sozusagen ökonomische Modelle in der sozialen Arbeit durchzusetzen? Das sind unsere eigenen Studiengänge und deshalb auch die Frage oben, which side are you on? Weil auch das sind letzten Endes politische Fragen. Und die Zukunft der sozialen Arbeit hängt eben in diesem Sinne vorderhand nur von ihr selber ab, weil wir uns über diese Zusammenhänge klar werden müssen und in diesem Sinne das kulturelle Erbe als Frauenberuf und Hilfsfunktion, also strukturelle Hilfsfunktion in anderen Funktionssystemen in irgendeiner Form überwinden werden müssen, wenn wir mit dieser Professionalisierung vorankommen wollen. Und das ist ein wichtiger Punkt noch, und da muss ich die weiteren Beispiele sein lassen. Dieser Übergang, ein kulturell zu verankernder Übergang von pragmatisch strukturierten Praxen zu professionell strukturierten Praxen,
Pragmatisch strukturierte Praxen, das sind organisch gewachsene Praxen, die ihre Funktion erfüllen, die sie aber eben auch durchaus im Sinne der Herrschaftsausübung erfüllen und die sozusagen in dieser Struktur des Frauenberufes und der untergeordneten Position in einem fremden Funktionssystem überwiegend entstanden sind. Das heißt, in einer so strukturierten Praxis kann pragmatisch keine Professionalität entstehen. Es kann das entstehen, was in so einer Struktur entsteht, und das ist mehr oder weniger hilfreich und so gesehen auch okay, aber es ist nicht professionell. Jetzt diesen Übergang zu schaffen zu professionell strukturierten Praxen, das heißt eben, da sind wir mit der Interventionsforschung, da würden wir miteinander sehr viele Gemeinsamkeiten finden, das aufzunehmen, was haben diese pragmatisch strukturierten Praxen entwickelt und das dann überzuführen in Forschung, in wissenschaftliche Theoriebildung und mit der Praxis Formen zu entwickeln, die eben über das hinausgehen, was sie sowieso haben. Das ist sozusagen die Idee, und das ist eben wissensabhängig und das ist eben auch wissenschaftsabhängig in der Gesellschaft, in der wir leben zumindest, aber unter der Voraussetzung, dass die Wissenschaft tatsächlich es schafft, sich als Handlungswissenschaft zu generieren. Und das ist übrigens ein weiterer Punkt, der fällt mir jetzt halt einfach ein, deshalb sage ich es noch. Diese Diskussion, ist die soziale Arbeit eine Handlungswissenschaft oder ist sie eine Reflexionswissenschaft, findet man nur in der sozialen Arbeit. Man findet... Ich könnte Ihnen ein Dutzend Beispiele geben, wie die soziale Arbeit sich immer wieder selber schwächt. Zum Beispiel, indem sie Kontroversen aufbaut, wo es wissenschaftstheoretisch keine geben kann. Indem sie Kontroversen aufbaut zwischen zwei verschiedenen Strängen, aus denen sie entstanden ist, der Sozialpädagogik und der Sozialarbeit, die längstens obsolet geworden sind, nicht in der Methodik, aber in dem Funktionssystembezug spielt das überhaupt keine Rolle mehr. Aber wir schaffen es, die Hälfte unserer Energie für solche Diskurse, wissenschaftliche, also angeblich wissenschaftliche Diskurse aufzubrauchen, und haben eh schon nicht genug Ressourcen. Also das hängt an uns selber, und das wäre eben ein Weg, den ich vorschlagen würde, dass sie diese handlungswissenschaftlichen Grundlagen erarbeitet, und zwar ausgehend von dem, was in den Praxen an Practice Wisdom, an Wissen, an implizitem Wissen auch da ist, aber es dann eben in eine Form bringt, die konsolidierbar ist, sodass beim nächsten sozialpolitischen Diskurs vielleicht mal die soziale Arbeit hinstellt und sagt, unsere Aufgabe ist nicht Risikoorientierung, unsere Aufgabe ist soziale Integration, das steht im Gesetz. What do you want from me? Warum Aufregung? Wir haben einen Auftrag, der steht im Gesetz, wir haben einen Wissenskorpus, wir haben eine professionelle Ethik, und das ist unsere Aufgabe. Und wenn ihr von uns diese risikomanagerialen Produkte wollt, dann müsst ihr das halt ohne uns machen. Das wäre eine professionelle Haltung. Können Sie bei der Medizin überprüfen, ob das stattfindet oder nicht? Und es findet statt. Gut, also. Das überspringe ich alles, das sind Beispiele, wie man mit Forschung sozusagen, jetzt zum Beispiel das Verhältnis von Psychiatrie und also das eine Bildchen zeige ich Ihnen noch, von Psychiatrie und sozialer Arbeit gestalten müsste, wenn es tatsächlich eine interprofessionelle, also interprofessionelle heißt Kooperation zwischen zwei Professionen, die miteinander ein Problem lösen wollen und nicht eine Hilfsfunktion innerhalb eines professionellen Systems. Dann würde man zum Beispiel das so aufziehen können, dass man eben sagt, okay, das ist das, was wir beitragen können. Wir haben hier einen Menschen in Sozialität, um es abzukürzen. Ihr seid zuständig für die Therapie, das Heilen, das ist euer Funktionssystembezug dieses Menschen, und wir schauen uns, wie psychisch Kranke in Gesellschaft eine Form von Leben entwickeln können, die man als gutes Leben bezeichnen kann. Und das ist etwas anderes, als eine Schizophrenie als Schizophrenie zu behandeln. Ja, hier geht es darum, mit einer Schizophrenie in dieser Gesellschaft ein sozial befriedigendes Leben zu führen. Und ich habe noch keinen Sozialpsychiater gesehen, der das mit seinen Patienten versucht hätte zu realisieren. Es gibt vielleicht welche, die niemand Unrecht tun. Voilà.
Und das kann man dann ausformulieren. Wir wissen, das ist bloß eine Zusammenstellung von dem Stand des Wissens, über den wir verfügen, in einer Zeitstruktur, was müssen für Informationen kommen, was muss mit dem Klienten, der Klientin erarbeitet werden, welche Bedingungen muss man beachten. Kairos ist einer, werden Sie vielleicht nachher noch erklären, was es heißt. Jedenfalls kann man die Praxen der sozialen Arbeit eigentlich wissensbezogen aufbauen. Und da seid ihr ja auch dran, Diagnostiksysteme braucht man dafür. Also wenn man professionell handeln will und wenn man solche Komplexitäten erschließen will, braucht man eben auch Diagnostik. Und wir brauchen in diesem Sinne auch eine Ausbildung, die mindestens 5 Jahre dauert. Das ist der letzte Punkt. 5 Jahre ist das Minimum, wo man meines Erachtens braucht, um all das Wissen, das wir jetzt schon haben, zu erwerben, und zwar so, dass man damit produktiv umgehen kann. Das ist etwas anderes als eine Prüfung zu bestehen. Also, davon hängt die Zukunft meines Erachtens ab. Danke, war ein ziemlich drängendes Thema. Gracias.